riesige Kinokameras, natürlich mit fetten Sinnelinsen, der fette 10.000 Watt Arri-Scheinwerfer, ein 10 Meter Kamerakran und natürlich 100 Laufmeter Schienen. Ja, das ist das Optimum in der Filmbranche, aber ich glaube, die wenigsten von uns werden das wohl brauchen. Auch wenn wir es uns natürlich wünschen würden. Deshalb erzähle ich heute etwas über das allernötigste Zeug, mit dem du 99% aller Videos drehen kannst. Einen wunderschönen guten Morgen. Das Wichtigste ist natürlich die Kamera. Das heißt, hier oben gibt es zum Beispiel eine sehr, sehr gute Nikon, die sich eignen würde, aber es gibt mindestens genauso gute von Sony, Canon, Pentax, Olympus, Fuji, Panasonic natürlich. Ich glaube, jede Marke heutzutage hat irgendeine gute Filmkamera. Und wenn du ein Video haben willst zur perfekten Filmkamera für Einsteiger, dann kannst du auf den Daumen klicken und das Video liken. Vielleicht kommt ja dann mal was. Genauso wichtig ist natürlich ein gutes Objektiv. Hier oben gibt es einen Testbericht zu einem Objektiv, das sich sehr gut zum Filmen mit Nikon eignet. Jetzt gerade filmt das Nikon Z18 20mm, das ich für genau diese Dinge, für YouTube, für Influencer, Instagram, blablabla, sehr, sehr gut eignet. Vor allem ist der Autofokus einfach. So, und jetzt zu den wirklich spannenden Dingen. Und zwar Nummer 1. Ein ND-Filter. Wenn du noch nicht weißt, was ein ND-Filter ist, der kommt einfach vorne auf das Objektiv drauf und ich zeige mal, was passiert, wenn ich vorne drehe. Richtig, das Bild wird heller oder dunkler. Und warum du unbedingt einen ND-Filter brauchst, ist eigentlich ganz einfach. Und zwar, ganz oft ist es so, dass die Verschlusszeit fixiert ist, zum Beispiel ein 50stel. Die Blende, du willst eine offene Blende haben, sagen wir mal 1,8 und ISO, du kannst nicht weniger als ISO 100 einstellen oder ISO 800 oder was auch immer dein Basis- oder dein niedrigster ISO-Wert ist. Und trotzdem ist das Bild noch zu hell, dann musst du irgendwie das Bild dunkler kriegen und das passiert mit einem ND-Filter. Und falls du mehr dazu wissen willst, hier oben gibt es ein Video, das diese Thematik mit Blendezeit, ISO beim Filmen sehr gut erklärt. Aber wieder zurück zu ND-Filtern. Der jetzt da drauf ist, der ist von K&F Concept, eigentlich ein sehr, sehr billiger ND-Filter, der auch wirklich, ja, billig ist. Der Grünstich ist schon, ich bin da nicht sehr empfindlich, aber das ist schon schlimm. Aber es ist ganz okay und völlig egal, weil eigentlich mag ich einen Grünstich in meinen Videos, wie dir vielleicht schon aufgefallen ist. Also, das passt. Wenn man Filter haben will, die fast keinen Grünstich haben, dann muss man sehr, sehr tief in die Tasche greifen. So irgendwas um die 150 bis 200 Euro kostet dann so ein Filter. Der hat, glaube ich, nur 30 Euro gekostet und er reicht. Und außerdem kann man natürlich jeden Farbstich nachher in der Bearbeitung, zum Beispiel in DaVinci Resolve, natürlich einfach wegmachen. Das zweitwichtigste ist natürlich der Ton. Und zwar nicht nur das Vogelgezwitscher im Hintergrund, sondern auch mein sehr österreichischer Satzbau und meine sehr österreichischen Worte. Und deshalb brauchst du Mikrofone. Das erste Mikrofon, das du dir meiner Meinung nach kaufen solltest, ist das, was jetzt gerade mich aufnimmt, und zwar ein Aufsteckmikrofon. Das ist das Rode VideoMic und eigentlich ein relativ günstiges Aufsteckmikrofon, irgendwie so um die 80 Euro, und eignet sich perfekt für genau diese Sachen. Das hier ist ein Lavalier-Mikrofon und eignet sich auch sehr, sehr gut für diese Sachen, aber ich mag das trotzdem lieber. Die Wahl des Mikrofones richtet sich auf jeden Fall nach der Art des Videos. Das heißt, wenn du solche Sachen machen willst, YouTube-Videos, Instagram-Videos, Social Media grundsätzlich, dann eignet sich ein Aufsteckmikrofon hervorragend. Wenn du eher Interviews machen musst oder sollst oder darfst oder wie auch immer, dann eignet sich so ein Lavalier-Mikrofon hervorragend. Und irgendwann kommst du vielleicht auch nicht mehr drum rum, dir irgendwann ein sehr, sehr gutes, hochwertiges Richtrohrmikrofon zu kaufen. Das drittwichtigste und für mich auf jeden Fall ein Gamechanger ist ein externer Videomonitor. Wie zum Beispiel der Klassiker, der Ninja V, der Ninja 5, wie man ihn auch immer nennen will. Ich habe ihn auch hier oben und linse immer so ein bisschen manchmal vorbei. Bedauerlicherweise kostet der Monitor inklusive Zubehör ca. 600 Euro, aber das ist es auf jeden Fall wert. Dafür kommt das Ganze auch mit so einer wunderschönen Zubehörbox, die man sogar aufmachen kann. Und dann sieht man, dass ein Akku rausfliegt und sonst eigentlich nichts drin ist, weil alles in meinem Chaos da oben ist. Voll spannend! Was weiter noch sehr, sehr wichtig ist, ist irgendeine Form von Griff. Der hier ist von Small Rig, wie man ja sehr leicht übersehen kann, und ist mit einer Naturail in dem Fall befestigt. Ist nicht so wichtig, was das genau ist. Da ist quasi der Aufsatz und das kann man dann da drauf geben und einfach zuschrauben.
Relativ simpel. Das Ganze gibt es natürlich aber auch für Blitzschuhe und das ist natürlich eine sehr, sehr gute Variante ohne so ein Cage. Und das Cage ist auf jeden Fall auch etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Weil es ist einfach die Basis für ganz, ganz viel Zubehör, das man drauf packen kann und unverzichtbar ab einem gewissen Punkt. Und hier ist immer wichtig, das richtige Cage für deine Kamera kaufen, weil sonst geht es schlecht aus. Licht ist natürlich nicht nur in der Fotografie, sondern auch beim Filmen extrem wichtig. Und ob du es mir glaubst oder nicht, man kann sich Licht kaufen, tatsächlich. Und zwar in Form von, richtig, so kleinen LED-Panels zum Beispiel, die man einfach draufgeben kann auf die Kamera und jemanden beleuchten, wenn man ihn filmt. Oder man stellt sie irgendwo hin, zum Beispiel hierhin, schaltet es ein und es leuchtet zum Beispiel in Babyblau. Weiters gibt es das Ganze natürlich noch in ein bisschen größer. Das ist ein LED-Panel und ganz, ganz viele YouTube-Videos von mir sind mit dem ein wenig ausgeleuchtet oder verschönert, je nachdem. Und dann gibt es das Ganze natürlich noch als großes Dauerlicht, das aussieht wie ein großer Studioblitz, aber halt ein Dauerlicht ist. Ja, ah ja, und das mit dem Arri 10.000 Watt Licht war ein bisschen übertrieben. Es gibt nur ein Arri 1000 Watt Licht, aber ey, ich meine, 1000 Watt, huh, ist viel. Und das Letzte, was absolut von Bedeutung ist, ist ein Gimbal. Und nein, ich habe tatsächlich keinen, aber das ist auf jeden Fall die nächste größere Investition. So, das war's mit meiner kleinen Top 7 Liste, aber ich muss natürlich noch dazu sagen, der Bedarf an Equipment von dir, der richtet sich sehr, sehr stark nach dem, was du wo und wie filmst. Eh ganz klar. Falls du jetzt noch weitere Fragen zu diesem Thema hast oder Vorschläge für ein anderes Thema, dann kannst du ja mal einen Kommentar da lassen und somit einen wunderschönen guten Abend.